Ja, hallo alle miteinander zum Viertelfinale Rückspiel. Und diesmal erstmal, oder vielleicht, ich weiß nicht, noch mit mir allein. Und von daher gesehen fange ich heute mal geschwind an mit dem ersten Spiel SV 21 Remda gegen Borussia Bergstedt. Da hat ja Bergstedt das Hinspiel zu Hause 2-0 verloren, deshalb muss jetzt quasi im Rückspiel noch was kommen, um hier weiterzukommen. Ansonsten kommt der mehrfache Titelfavorit hier von einigen ins Halbfinale. Und damit ab zur Hartz IV Arena zu Remda. Nicht mal halb gefüllt, die sind sich wohl schon relativ sicher, dass sie weiterkommen, oder was? Ja, aber siebte Minute. Oha, gleich das Tor für Remda. Jetzt steht es schon insgesamt 3-0, 4-0, also 2-0 in dem Spiel. Oha, das wird schwierig für Bergstedt. Aber zumindest sind die Schienen sind heiß. Das muss man lassen. Ja, damit war die erste Halbzeit schon dahin und da kommt der 3 zu 0. Ja, das nenne ich doch mal eine Fatsche. Ich glaube, jetzt hat sich Bergstedt aufgegeben. Da kommt, glaube ich, nicht mehr viel. Das noch zu drehen, ist, glaube ich, jetzt unmöglich. Ein 5 zu 0. Oha, da war auch im Viertelfinale Schluss. Eine Runde weitergekommen als ich. Aber dann mehr auch nicht. Ja, und damit Glückwunsch SV Remda zum Halbfinale-Einzug. Und ich würde sagen, deutliches Ergebnis im Viertelfinale, also 5 zu 0 im Viertelfinale zu gewinnen, müsste ich jetzt einen Heising fragen, aber ich glaube, so oft kam das noch nicht vor. Und in dem Sinne, ab zum nächsten Spiel. Ja, und hier nun zum zweiten Spiel mit demselben Vorzeichen, nämlich Viola Wien hat das Hinspiel 2-0 gewonnen und da wollen wir noch mal sehen, ob das genauso ähnlich klar ausgeht gegen Matsudo FC, der ich denke mal seiner Mannschaft wieder ordentlich eingeheizt hat. Und das geht auch ab vom vollen Stadion von Viola Wien im Arena Viola. Ja, Landesliga gegen Landesliga, das verspricht spannend zu werden. Und zweite Minute geht es auch schon los mit der gelben Karte. Ich glaube, hier wurde Brechstange eingestellt, wenn das so anfängt. Ja, Vogelschwarm. Ich weiß nicht, ob Vogelkunde unter euch sind, aber ansonsten finde ich diese Mitteilung kaum erwähnenswert. Aber es geht weiter mit gelben Karten und das finde ich wiederum erwähnenswert. Drei gelbe Karten in den ersten 11 Minuten. Holla die Waldfee, wenn das so weitergeht. Dafür in der 12. Minute ist es 1 zu 0 für Matsudo. Also es scheint zu laufen wie ihn. Insgesamt steht es jetzt 2 zu 1. Er ist dran. Er ist dran. Mal sehen, ob es so weitergeht. Aber er hat auch die Chancen dafür. Die Chancen, um den Ausgleich hier zu holen. Und zumindest vielleicht die Verlängerung zu erzwingen. Gelb nochmal für Viola Wien und Rot sogar in der letzten Minute der ersten Halbzeit. Jetzt muss es doch für Matsudo möglich sein, hier das Ding zu ruppen. Besser geht's bald nicht. 53. Jawoll! Da ist das 2 zu 0. Jetzt steht es insgesamt 2-2. Wer jetzt ein Tor schießt, gewinnt's oder es geht in die Verlängerung. 63. Es ist ein Unentschieden. Bis jetzt. 75 sind noch zwei Chancen. Viola Wien hat's auf dem Fuß, aber sie trifft nicht. Drei Chancen. Drei Chancen. Und es geht in die Verlängerung. Die erste Verlängerung des Viertelfinales Rückspiels. Und Matsudo hat die erste Chance. Aber heute hagelt es ja auch gelbe Karten. Meine Güte, ey. Was habt ihr eingestellt? Elfmeterschießen sogar. Eins, zwei. Jola trifft das erste Mal. Matsudo vergibt. 123. Viola Wien. 2-2. Insgesamt steht es jetzt 4-2. Für Viola Wien. Und auch Matsudo verschießt wieder. Mann, 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 jetzt muss Matsudo kommen. Der braucht zwei Tore. Viola Wien verschießt. Matsudo trifft. Jetzt fehlt nur noch ein Tor und geht wieder weiter. 127. Aber auch Viola Wien trifft. Und Matsudo vergibt. Das kann, glaube ich, nicht mehr lange gehen.
Und da ist es vorbei. Ein Unentschieden. Mit einem Unentschieden verabschiedet sich Matsudo FC, weil er 5 zu 3 verloren hat insgesamt. Ja, da gibt es wohl heute in seinem Verein mehr als Sushi. Ich hoffe, der hat nächste Saison noch eine Mannschaft. Ansonsten, er hat auf jeden Fall gut gespielt. Er ist knapp ausgeschieden. Also vielleicht ist das so ein Punkt, wo die Mannschaft überleben kann. Ansonsten hoffe ich, freue ich mich, ihn nächste Saison wiederzusehen. Macht jedenfalls sehr viel Spaß. Und Viola Wien, Glückwunsch zum Weiterkommen und damit ab zum nächsten Spiel. Ja, und nun zum dritten Spiel, wo es Fockenhusen gegen FC Hassia Massenheim heißt. Und das Hinspiel hat Fockenhusen knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Von daher von den Hinspielen das knappste Spiel vom Ergebnis, deswegen hier ist noch alles drin. Und auch hier ist das Stadion sehr gut gefüllt. Und hier Bezirksliga gegen Landesliga. Ja, mal schauen, wer da so in diesem Spiel, wo wirklich quasi noch alles offen ist, alles möglich ist. Die ersten Chancen kommen abwechselnd hier für Fockenhusen und Massenheim. Noch führt insgesamt Fockenhusen. Kostere schießt knapp links vorbei. Der hat nur eine kleine Linksschwäche. Mal schauen. Weil zweimal knapp links vorbei. Sollte man das vielleicht ein bisschen trainieren. 22. Minute, die lange kann die Partie nicht mehr gehen. Ja, das sagt schon alles. Da ist der Schiedsrichter wohl ein bisschen besoffen. 34. das 1-0 für Fockenhusen, muss man erwähnen. Und darauf gleich die Antwort zum 1-1. Aber trotzdem führt Fockenhusen noch 2-1. Massenheim braucht noch ein Tor. Minimum, um deshalb Verlängerung und Elfmeterschießen zu erzwingen. Kommt da das 2-1? Ja, es kommt, aber für Fockenhusen. Und Fockenhusen führt jetzt 3-1. Langsam wird es eng für Massenheim. Die Zeit läuft runter, die Chancen kommen, aber die Zeit läuft runter. Kostere kommt nicht am Torwart vorbei. Nochmal, 66. 74. Aber auch mal wieder für Fockenhusen. Die Zeit läuft ab. 87. Nochmal für Fockenhusen. Ja, und damit ist es besiegelt. 3-1 gewinnt Fockenhusen gegen Hassia Massenheim. Insgesamt das Viertelfinale. Deshalb Glückwunsch an Fockenhusen. Und ja, Massenheim knapp gescheitert. Und hoffentlich, oder wir freuen uns, dich auch nächste Saison wieder zu begrüßen zu dürfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ab zum nächsten Spiel. Und nun kommen wir zum torreichsten Hinspiel. Vom Ergebnis her 2 zu 4 hat Canjaman gewonnen. Und schauen wir mal, ob es das Rückspiel gegen Tesch ähnlich torreich wird. Wir hatten ja schon ein sehr torreiches Spiel, sogar mit Elfmeterschießen heute schon. Aber damit ab ins Höllenfeuer, wenn es da nicht mal bruselig warm ist, aber halb gefüllt nur das Stadion, vielleicht ist es doch einigen zu heiß. Aber es gibt im Höllenfeuer leicht Nieselregen. Dritte Minute, Ganjaman macht das 1 zu 0 und das 2 zu 0 in der 13. Also schneller beginnen durch Ganjaman, die wollen hier alles klarstellen. Im Moment führt Ganjaman 2 zu 6, also puh. Da müssen jetzt 4 Tore her vom Tech. Minimum. 1-0 durch Kelebese. Naja, da ist ein Anfang passiert. Ich sag's und da schießt er los hier. Das ist unfassbar. 2-2. Somit insgesamt 4 zu 6. Aber da 34. Minute, es wird schon torreich und das ist erst die erste Halbzeit. 2-3 führt jetzt Canjaman hier. Man kommt kaum hinterher. Tja, nicht die letzte Karte. Wenn das schon so angesagt wird, dann muss es heiß hergehen. Aber Chancen sind noch da. Und stimmt, er hatte recht, es ist nicht die letzte Karte. 57. ein 2 zu 4. Ich glaube, das war's dann. Das wären jetzt 4 Tore in 30 Minuten. Wird schwer. Da kommt schon das erste durch Kelebese. Wen sonst? 3 zu 4. Jetzt bräuchte er noch 3 Tore. Aber nein, das wird nicht mehr.
Hat einen spannenden Kampf geliefert, der FC Tesch mit vielen Toren, kann man nur sagen, war echt spannend. Hat mir gefallen, so ein Spiel immer wieder gern. Da kann man auch viel dazu sagen. Und ja, auch die Chancenverwertung bei beiden sehr gut, muss man sagen. Und insgesamt wirklich absolut das torreichste Spiel des Viertelfinales. 5 zu 8 Toren. Also, was will man mehr, Leute? Ich weiß es nicht. Can Jaman somit weiter. Und Tesch, ja, wie bei den anderen auch. Wir würden uns freuen, dich das nächste Mal auch wieder dabei zu haben. Und ansonsten kann ich nur sagen, gehen wir mal zum Ausblick zum Halbfinale. Ja, das Tippspiel. Die ersten zwei Plätze haben aus taktischen Gründen, wie sie es so schön nennen, nicht getippt. Dies bedeutet auch, dass sie mit dem Punkt gleich geblieben sind. Aber dahinter hat sich was getan. Massenheim nur auf 3, 1,7 Punkte knapp hinter Heising. Dann kommt die Knappen mit 35,4. Dann komme ich mit 34,7. Und dann 28,3 Pockenhusen und 27,2 die Apachen. Obwohl die Apachen noch am besten mit ihrem Tipp, Gewinnertipp laufen, also da ist auch noch vieles möglich. Und das kann nur ein spannendes Halbfinale und Finale werden. Hier geht es wirklich um die Wurst und es ist nur noch als Siegertipp 3x Rinder 21 drin. Also ich glaube, das hat man auch noch nicht, dass drei Leute darauf eingetippt haben und der auch noch so weit deutlich weitergekommen ist, auch so mit der Deutlichkeit weitergekommen ist, sage ich mal. Aber ansonsten ein spannendes Tippspiel, also alle eng beieinander und die Apachen müssen aufpassen, hier nicht zu viel zu verlieren. Wenn Remda es nicht schafft, sind sie auf jeden Fall weg vom Fenster. Ansonsten, ja, lohnt sich es auf jeden Fall mitzutippen. Apropos Tippen, es gibt auch unsere WM-Gruppe, da könnt ihr, wenn ihr noch nicht dabei seid, der Link ist unter dem Video mit drin, noch der WM-Gruppe dabei treten, ist gratis, kostenlos, frei. Und da geht es quasi nur um die Ehre und da wird dann auf die echten, reellen Spiele bei der WM getippt. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Ich hoffe, morgen sind wir dann wieder zu zweit, zu dritt. Mal schauen. Ansonsten, wir beißen nicht, wir lachen nur. Wenn ihr noch Bock habt oder mal selbst hier mitkommentieren wollt, meldet euch, wir quatschen mal drüber und dann kriegen wir das schon hin. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis denn dann. Bis morgen. Ciao.